Hallöchen zurück zu Let's Play X-Wing. Wir wollen Feldzug machen. Eigentlich wäre Training dran. Drei X-Wingler wurden von ihren R2-Einheiten entführt. Staffel Rot wird mit drei Y-Flüglern die X-Flügler ausschalten. Fähren werden die X-Flügler reparieren und die R2s ersetzen. Der Calamari-Kreuzer Maximus wird dann die X-Flügler aufnehmen. Diese X-Flügler sind bemannt, also retten Sie die Piloten um jeden Preis. Drei X-Flügler. Rettung von X-Flüglern. Drei X-Flügler wurden von ihren R2-Einheiten entführt. Diese R2s waren Teil der Landung, die wir von unserem Imperium gekapert haben. Die Droiden hatten offensichtlich eine versteckte Programmierung, die X-Flügler zu übernehmen, indem sie eingesetzt werden. Wir haben die Jäger aufgespürt und ihr Schiff mit den Koordinaten programmiert, um sie abzufangen. Es ist wichtig, dass die X-Flüger gerettet werden. Es wäre ein großer Verlust, wenn das Imperium die Top-Piloten und deren Wissen und die Jäger bekommen würde. Drei X-Flüger wurden von ihren R2-Einheiten entführt. Staffel Rot wird mit drei Y-Flüglern die X-Flüger. So, Iceman bitte und Top-Base 2. So. Blau 2 bitte. Teil ab von hier. Man sieht dich zwar kaum, aber okay, du bist da. Schiel ausgeschaltet. Schiel ausgeschaltet. Blau 1 hätte ich gerade. Schiel ausgeschaltet. Okay. Dann muss ich so ein Wort machen hier einfach. Und zwar bei Blau 3. Auf Alpha 1. Okay. Wir wollen bei Blau 3 warten. Also da. Ist ja der am nahesten am Gegner aus. Boah, sind wir langsam. Krass. Wir warten auf Alpha 1. Die kommen von hier, die Alphas. Dann gucken wir nochmal. Das ist ein Teilabfangjäger. Beta, Alpha, Gamma. Okay. Wenn Alpha auf 10 dran ist, beschleunigen wir. Y-Flügler 1 ist im Hyperraum. Nur nicht übertreiben. Und nicht zu weit entfernen.
Okay, Y-Flügler Rot 3 ist auch weg. Wir sind also allein. Alpha 17 entfernt. Rescue 1, 2 und 3. Fähre Rescue 1 hat gedockt. Alpha 1, okay. Vielleicht könnt ihr da abschließen, bevor der Gegner da ist. Alpha bis Delta, also 4 Staffeln, die hier fliegen. Durchaus uncool. Rescue 2 hat auch gedockt. Nicht gut. Ziel geändert. So, jetzt sehen wir mal wieder Speed. Und alle drei Fähren haben wir gedockt. Blau 1 ist gekapert. Super. Mon Calamari Kreuzer an 6 Kilometer. Okay. Blau 2 ist gekapert. Fehlt nur noch einer. Und wir sind dann. Okay, alle drei gekapert. Ich würde gerne wirklich ausschalten. Also nicht zerstören, sondern wirklich ausschalten. Wenn ich sie zu vorhin ausschalte, dann super. Voller Treffer. Nicht ausgeschaltet. Erst hat den Hangar des Mon Calamari Kreuzers erwischt. Noch einer? Gleich gucke ich auf die Karte, dann sehen wir, wie es weitergeht. Mensch, da. Ich habe das Gefühl, dass man mit den Ionenkanonen schwerer trifft als mit dem Rest. Oje. So, wollte ich auf die Karte gucken. Blau 3 ist fast im Mon Calamari Kreuzer. Ja.
Wie es aussieht, muss ich da hinten mal helfen fliegen. Blau 3 hat einen Hangar betreten. Irgendwo muss hier Sturz sein. Da. Die muss ich beschützen, gehe ich von aus. Ja. Er kriegt mich eh nicht. Na. Komm, schalt ihn aus. Könnte die Fähre mal langsam zurückkommen, das wäre nicht schlecht. Also, wenn wir jetzt ausschalten, nicht schalten kriegen, wir würden wir springen und wollen Kalamari-Kreuzer den niedersammeln, aber naja. Ja, trotzdem beruhigend erstmal ihn ausgeschalten zu bekommen. Zwei Treffer vertragen, so mal Wort. Jäger zerstört. Super. Ah. Gut. Rinder mit dir. Yeah. Muss doch irgendwie fertig sein, die Mission, oder? Ja. So, aber nicht für uns. Wir machen. Wir wollen noch ein wenig Spaß. Oder auch etwas mehr. Koffein halt wirklich ausgeschaltet. Schönen Werte. So, der Mon Calamari-Kreuzer, wie sehen, hier lenkt er die TIE Fighter auf sich. Dann könnt ihr in der Zeit den Sternzerstörer machen. Schön wäre das. Thank you.
Oh, der Mon Calamari-Kreuzer ist weg. Gott, ja schon die Hoffnung, der lenkt die ab. Na, ist egal. Halt mehr für mich. Egal. Dennoch würde ich gerne ausstrecken. Wer ausgeschaltet ist, fordert keine Verstärkung. Das war schon ein zweiter Treffer. Ich weiß nicht, wo er verzweifeln will. Egal. Hat der Stern das verstoßen, haben schon weit weg. Weg noch ein paar ausschalten würde. Jam, jam, das ist schön. Jam, jam, jam. Schade, dass man überhaupt Gegner dann zerstören kann mit dem Ionensturm und nicht nur ausschalten. Wir stellen die sich halt schon trottelig an, ich habe gar nicht dafür, dass sie auf mich schießen. Wehren die sich überhaupt? Kein Problem, ein Flieger ist Bestandszerstörung an dem Blatt, wenn die sich den nicht verteidigen wollen. Ich spiele mit den Dingern. Trifft man irgendwie besser als mit diesen doofen Ionendingern. Und in der Fliege der Hans wird weg. Warum auch immer.
Irgendwie ist mir gerade zu leicht. Ich weiß nicht warum, die Mission ist echt komisch. Die wehren sich ja nicht. Spiel auf klassischen Modus, das sollte eigentlich das Schwerere sein. Wow. Das wird Ewigkeiten dauern, bis wir da ankommen. Egal. Und die Schilde hebe ich nicht auf. Die senke ich jetzt nicht. Die Schilde sollen auf voller Fahrt bleiben. Nicht, dass ich, wenn ich da ankomme, keine Schilde mehr habe. Eins, was wir überlegen könnten, wäre gleich Proton-Torpedos zu nehmen, weil wir die Schildgeneratoren erstmal zerjagen werden. Gamepad werde ich mal weglegen dann. Ich werde mit der Maus ziehen. Na, guck mal einer an. Der wehrt sich ja doch einer. Darfst du schon die schenken, den Sternzerstörer? Deine anderen Kumpels ohne Macht. Einfach abschießen lassen. Ja. Na, hier ist ja noch einer. Bleibst du hier? Das ist wirklich irgendwie eine, ich nehme den Orden mit. Wenn es hier irgendwas geschenkt wird, weil hier irgendwie nur Idioten fliegen, dann nehme ich das mit. Ja, Herz wo. Aber wir nähern uns zum Sternzerstörer, so mal was Schönes. Hm.
Wieder welche, die wirklich Stress suchen. Hätte gar nicht gedacht. So, du auch? Jo, wa? Der darf bloß keinen Teil Bomber werfen. Der Rest ist okay. Hm, hätte mich ruhig rammen können. Spinnst du? Ich frage mich, ob sich einer so wirklich komplett anguckt. Yeah. Endeffekt. Hina muss ja eh überleben von den Gegnern. So frontal zu fliegen ist eigentlich scheiße. Sag, frontal zu fliegen ist scheiße. Ich glaube, wir brauchen Einzelfeuer, ne? Genau. Ich glaube, Dreier vertragen die, ne? Pro Dings. Kann das sein? Wieder ein Schildgenerator erwischt. Und zwei haben wir noch. Also zwei Missiles. Ja, Schild ist weg. So, und jetzt müssen wir die Muffi ausgeschalten bekommen. Das müsste aber langsam nicht mehr schießen können. So. Die Invincible. Ich will maximale Schilde und ich will von da kommen. Das muss doch machbar sein mit einem Y-Wing. Was ein reiner Bomber ist.
Bin auch von da willkommen. So, der Hintermann nervt mich aber irgendwie gewaltig. So, egal. So, auf jeden Fall nicht schießen kann. Yeah, ausgeschalten. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Sternzerstörer ausgeschalten, das heißt, das Ding kann sich nicht mehr wehren. Ist das geil. Also dafür ist der Y-Wing wirklich geil. Genauso wie der B-Wing für große, schöne Bombenarten. Naja, dafür sind es ja Bomber, ne? Aber halt für die Jagen von kleinen Schiffen geht gar nicht. So. Eigentlich würde ich gerne, dass die Laser mal aufgeladen sind. Stehen bleiben darf ich allerdings nicht. Komm, den müssen wir mal hier holen. Der nervt ja langsam. Ich glaube, ich habe gerade den Sternzerstörer zerstört. So. No. Mal die andere Waffe aufladen lassen. Ich hoffe, die machen auch Schaden. Thank you.
Ich bräuchte wirklich. Tja, kaputt gehen tut er irgendwie nicht. Ich brauche auf jeden Fall volle Laser, so wurde nichts. Halben Energie immer, das war nicht. Komm, noch 3 Punkte. Gut, also ohne mit einem Arwing oder so ist das ja nicht machbar. So, fliegen wir mal wieder ein Stück und laden erstmal die Laser auf. Ja. Du willst in der Zeit bestimmt ein bisschen spielen hier, oder? Boah. Das hätte fast geklappt. Wollen wir mal nicht schlecht hier? Ja, Sternzerstörung zerstört. So, das war mit Verstärkung. So, und den hier hole ich mir, glaube ich, nicht. Der ist mir irgendwie ein bisschen zu weit weg. Und kommt doch irgendwie nicht näher. Tja. Dann langsam verziehen wir uns. Ab in den Hyperraum. In der Hoffnung, dass wir dafür einen Orden kriegen, wenn wir einen Sternzerstörer verjagt. Nur mit einem Y-Wing. Wie jedes Ding spielt gerade ab. Boah. Boah, jetzt habe ich gedacht, das ist wirklich. Herzlichen Glückwunsch im Namen der Rebellenallianz. Diesmal bin ich nicht drauf angefahren, ob es vorlesen. Die kleinen silbernen Diamanten sind letztes Mal nur bekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall gleich noch erreicht. 17.306 Punkte. Ich habe jetzt wirklich gedacht, er hat alles abgeschmiert. Boah. Rang Oberst. Dicke Punktzahl. Und 7 Orden. Und hier ist unsere silberne Säbelzahn, den wir gerade bekommen haben.